Herr Wimmer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, guten Tag, Herr Scharoukni, guten Tag nach Teheran. Ja, vielen Dank, Herr Wimmer. Der Syrien-Konflikt ist weiterhin das herausragende Thema der Presse. Am letzten Freitag trafen sich vier Außenminister, nämlich der USA, Russlands, Saudi-Arabiens und der Türkei, in Wien zusammen, um über einen Ausweg aus dieser Krise zu beraten. Zum ersten Mal sieht man in der amerikanischen Nahostpolitik eine Kehrwende, und zwar in der Richtung, dass er nun bereit ist, beziehungsweise die USA nun bereit sind, Regionalstaaten, darunter auch Iran, an der Suche nach einer Lösung für Syrien zu beteiligen. Wie wichtig ist Ihrer Ansicht nach diese Kehrwende in der amerikanischen Nahostpolitik? Herr Scharoukni, wir werden sehen müssen, ob das taktische Spiele sind oder ob es in der Tat eine Kehrtwende bedeuten würde. Und wenn es in der Tat eine Kehrtwende bedeuten sollte, dann ist sie zweifelsohne auf das entschlossene und völkerrechtskonforme Vorgehen der Russischen Föderation zurückzuschreiben. Wenn es dieses entschlossene Vorgehen durch die Russische Föderation und vor allen Dingen den russischen Präsidenten Putin nicht gegeben haben würde, und zwar eine Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des Völkerrechts, ich glaube, dann wäre das auf Jahre angelegte Zerstören Syriens durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, das wäre unbegrenzt weitergegangen. Also die Dimension ist schrecklich und sie ist ja auch ein Endpunkt, ein vorläufiger Endpunkt einer Entwicklung, die in Afghanistan angefangen hat und die ganze Region inzwischen ja in Schutt und Asche gelegt hat. Ob die Vereinigten Staaten das auf Dauer damit jetzt verbinden, dass sie rationaler und in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln und den regionalen Mächten vorzugehen gedenken, das wird man sehen müssen. Herr Wimmer, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass nun die USA bereit sind, den syrischen Staatspräsidenten für eine Übergangszeit an der Macht bleiben zu lassen. Dagegen sind allerdings die Mitglieder der Arabischen Liga sowie Türkei. Aber wie gewichtig ist die Rolle dieser Länder bei einer Befriedung dieser Krise? Wir müssen ja uns vielleicht auch einmal zurückerinnern, 4-5 Jahre zurück. Der heutige türkische Präsident Erdogan hat die engste Freundschaft mit seinem syrischen Amtskollegen Assad gepflegt. Man hat gemeinsam Urlaub gemacht. Wenn man die Bilder sich in Erinnerung ruft, dann war die Familie Kerry ja auf das engste und sympathischste mit der Familie Assad verbunden. Man muss sich ja fragen, was sich da eigentlich geändert hat. Und auf diese Frage kann man durchaus eine Antwort geben. Die syrische und die israelische Seite waren vor gut 4 Jahren offensichtlich bereit, eine friedliche Einigung über das große Problem der Golanhöhen zu finden. Und kurz vor der Unterschrift unter die entsprechenden Verträge ist die Entwicklung in Syrien explodiert unter tatkräftiger Mithilfe amerikanischer, britischer, französischer Geheimdienste, die heute eben zu diesem Elend geführt hat. Das heißt, das hat ja alles eine Vorgeschichte und vor diesem Hintergrund ist es schon erstaunlich, dass in einer Reihe von Staaten Forderungen erhoben werden auf einen Amtsverzicht des derzeitigen syrischen Präsidenten Assad. Das ist ja alles mit normalem Verstand gar nicht mehr zu erklären.
Und deswegen ist es durchaus aus meiner Sicht angemessen und mehr als berechtigt, die Legitimation des syrischen Präsidenten Assad auf Dauer aufrechtzuerhalten und sie zum Maßstab auch für weitere Gespräche zu machen. Herr Wimmer, Sie haben vorhin angedeutet, dass nun diese Politik, diese Veränderung in der amerikanischen Nahostpolitik zum Teil auf die gegenwärtige Politik Russlands bezüglich Syrien zurückzuführen ist. Können Sie das etwas mehr erläutern? Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren ja gesehen, dass die Entwicklung in Syrien, wo man ja mit den amerikanischen, britischen, französischen Traumvorstellungen irgendwie nicht weitergekommen ist, dass das eine globalpolitische Rolle gespielt hat. Das haben wir ja schon gesehen im Zusammenhang mit dem Putsch in der Ukraine, dem Massaker auf dem Maidanplatz, wo ja die Krim ganz offensichtlich das Ziel amerikanisch-ukrainischen Vorgehens gewesen ist. Die Krim, das wissen wir ja nun wirklich alle, hat eine zentrale Rolle bei der logistischen Versorgung des syrischen Verbündeten der Russischen Föderation gespielt. Über die Schwarzmeerflotte ist das ja abgelaufen, auch in der Versorgung des syrischen Mittelmeerhafens Latakia. Das sollte im amerikanischen Interesse beseitigt werden und deswegen haben wir möglicherweise auch den Putsch in der Ukraine bekommen und zwar aus gar keinem anderen Grund, abgesehen davon, dass man der Russischen Föderation sowieso seitens der Vereinigten Staaten an den Kragen will und das erklärt ja die Situation in der Ukraine. Und dann muss man sehen, dass die Verhärtung, die es in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation gegeben hat, die russische Seite offensichtlich dazu veranlasst hat, sich Gedanken über ihre Zukunft in der Welt zu machen. Und wir sehen ja heute mit großer Verblüffung, dass die Vereinigten Staaten das Völkerrecht und übrigens auch Hunderttausende von Menschen in Schutt und Asche bomben und die Russische Föderation sich jedenfalls bisher zur Schutzmacht des Völkerrechts aufschwingt. Und wir wissen ja alle, die Welt wird ja elend zugrunde gehen, wenn das amerikanische Faustrecht bestimmt. Und vor diesem Hintergrund ist das eine weltpolitische Entwicklung, die wir da in Syrien sehen, die wird, wenn das so weitergeht, und das macht den Einsatz für alle Beteiligten deutlich, das wird, wenn das so weitergeht, dazu führen, dass die Europäer voller Verständnis über die russischen Streitkräfte demnächst auch noch dankbar sein werden dafür, dass man dem Elend in Syrien möglicherweise ein Ende hat setzen können. Wenn die Amerikaner das so weiter betreiben, bleibt ja von diesem Land kein Stein mehr übrig. Herr Wimmer, wie groß ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen in Syrien da Erfolg haben werden, angesichts der Tatsache, dass wichtige Regionalmächte wie Saudi-Arabiens und anrainische Staaten am Persischen Golf sowie die USA hinter den sogenannten gemäßigten Rebellen in Syrien stehen? Das sind ja alles auch weitestgehend Luftschlösser der amerikanischen Seite gewesen, wenn man von gemäßigten Rebellen spricht. Man hat ja vor wenigen Wochen in Washington bei einer Anhörung selber gesagt, dass das 5 Leute sind. Also das ist ja auch vieles, was zum Vernebeln der öffentlichen Meinung im Westen betrieben wird, was die Vereinigten Staaten da so von sich geben. Aber die Dinge, die Sie angesprochen haben, die Saudi-Arabien, andere Regionalmächte in dieser Region betreffen, wir sehen ja auch, dass die Entwicklung auf dem Ölmarkt und sonstige Überlegungen, die es geben wird, zu einem erstaunlich intensiven Meinungsaustausch zwischen Saudi-Arabien
und der Russischen Föderation geführt haben. Das wäre ja vor einigen Monaten noch völlig undenkbar gewesen. Das hat sich alles geändert und deswegen ist das möglicherweise in Syrien jetzt durch das entschlossene Vorgehen der Russischen Föderation in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln des Völkerrechts etwas, was die Vereinigten Staaten und ihre noch Verbündeten in dieser Region im Hinterkopf behalten müssen und sehr wohl wissen, dass sie alleine die Dinge in Syrien nicht mehr bestimmen können. Die Russische Föderation ist ihrerseits, so sehe ich das jedenfalls, verpflichtet, diese Kriegsherde möglichst schnell auszutreten, weil eines der Ziele für den Bürgerkrieg und die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien zweifelsohne die Kaukasusregion der Russischen Föderation ist. Also wir haben da die Lunte für den ganz großen Krieg, aber wir haben vor dem Hintergrund des entschlossenen Auftretens der Russischen Föderation, ich muss das nochmal sagen, aber auch eine Chance, dass wir vielleicht doch in den Vereinigten Staaten andere Entwicklungen bekommen. Wenn im nächsten Jahr die Republikaner in Amerika den Präsidenten stellen sollten, dann ist es besser, wir bauen alle Bunker. Herr Wimmer, Sie sprachen eben von der Vernebelung der öffentlichen Meinung in Europa durch die USA. Was haben die USA für Interesse an einer Vernebelung dieser Öffentlichkeit? Ja, die Leute merken ja jetzt hier bei uns, dass die Katastrophe, die die Vereinigten Staaten in dieser Region angerichtet haben, beginnend mit der Schöpfung der Taliban in Afghanistan, dass die Folgen für dieses verheerende amerikanische Vorgehen uns trifft. Die Migrationswelle, mit der wir es zu tun haben, hat ja einen amerikanischen Ursprung. Das muss man ja zweifellos sehen. Und deswegen sind die Vereinigten Staaten natürlich bereit, die Möglichkeiten zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung so zu nutzen, dass die Menschen hier möglichst lange nicht genau hinsehen, was die Amerikaner in anderen Teilen der Welt machen. Und dazu dient vor allen Dingen die Region zwischen Kabul und Tripolis. Das muss man ja sehen. Und da haben wir derzeit eine enorme Auseinandersetzung in der öffentlichen Meinung, obwohl die deutschen Leitmedien und die europäischen Leitmedien, wenn man die so nennen will, nun wirklich den Eindruck erwecken, als wären sie von der NATO gesteuert. Aber trotzdem erfährt die Öffentlichkeit viele Zusammenhänge und sie reagiert entsprechend. Herr Wimmer, für das kommende Wochenende ist ein weiteres Treffen, Syrien-Treffen in Wien unter Beteiligung oder unter mögliche Beteiligung Irans vorgesehen. Jedenfalls haben die Amerikaner gestern noch so beschlossen. Wie wichtig ist dann dieses Treffen, wenn es stattfindet, für die weiteren Entwicklungen in Syrien? Herr Scharogny, ich darf das aus knapp 5000 Kilometer Entfernung mit aller Sympathie für diese Frage kommentieren. Wir sehen ja, dass seit den verheerenden kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und dem Nachbarland Syrien, bei dem ja Hunderttausende Iraner ums Leben gekommen sind, dass der Iran unter Beweis gestellt hat, dass er eine stabilisierende und friedensfördernde Macht in dieser Region ist und weiter sein will. Und man muss ja aus der europäischen Sicht den Eindruck haben, dass genau diese friedensbezogene iranische Rolle von anderen Staaten nicht gewollt wird. Das heißt, aus meiner Sicht, wer gegen den Iran jetzt steht, will eigentlich in dieser Region keinen Frieden. Und deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass der Iran
seine stabilisierenden Möglichkeiten, die sich ja in vielfältiger Weise ergeben, in dieser Region einsetzen kann, um diesem endlosen und von den Vereinigten Staaten initiierten Morden ein Ende zu bereiten. Wenn die Vereinigten Staaten daraus inzwischen Konsequenzen ziehen, kann ich das nur begrüßen, in der Hoffnung, dass es keine Eintagsfliege bleibt. Vielen Dank, Herr Wimmer, für diese Einschätzung. Ja, vielen Dank, Herr Scharoukni, und alles Gute nach Teheran.